Hallo. Ja, da bin ich wieder. Danilo LP. Ihr wisst schon, der Typ, der schon in den ersten Leveln voll draufgegangen ist, gefailt hat. So, wo sind wir stehen geblieben? Wir haben zwei seltene Metalle gefunden, haben die direkt hier eingelöst. Und jetzt haben wir auch verdammt viele Metalle und die werde ich jetzt erstmal ausgeben. Als erstes hole ich mir einen Neuversuch-Chip. Und noch einen. Und noch einen. Und jetzt können wir uns nicht mal. Ach. Oh nee. Ah. Okay. Wir machen Folgendes. Wir kaufen uns hiervon ein. Und hiervon ein. Und mehr können wir nicht was? Ach so, ja. Okay, dann werden wir alles andere holen. Wenn die Energie ausgibt, dieses oder Fluchtschub, damit kannst du leichter entkommen, wenn du Gegner in die Hände fällst. Was haben wir denn noch? Schnellerholung. Ist auch schön und gut, aber das hätten wir auch noch gucken. Ne, hätten wir nicht. Okay. Ja, was mache ich denn jetzt? Axel und Zero war ja schon eine gute Kombination. Ach, was nehmen wir denn noch? Reserveenergie. Das nützt nicht sehr viel, wenn ich schon in diesem Zwischenboss sterbe. Was richtig kacke ist. Aber was soll's. Und komm, holen wir hier noch irgendwas. Hier schneller holen. Die Hohlgeschwindigkeit. Waffenenergie kann ich jetzt noch nicht gebrauchen. So, das Gute ist ja, dass man sehr viel Metalle farmen kann in dieser Level. Und ja, wir gehen wieder da rein. Mit Zero und Axel. Diesmal nehmen wir hier sie mit. Für Bossanalysen. So, und ich wünsche mir, dass ich nicht noch mal so elegant verreck. Aber die Gegner machen auch einen Schaden. Okay, aber so ein Heildingen, das hat jetzt 150 und so ein kleines Ding hat 50 gekostet. Also hat ist nicht so schlimm. Ja, und die Dialoge ändern sich. Hallo. Tschüss. So. Den Teil mit Zero zu machen ist wahrscheinlich nicht so dumm. Das war blöd. Ja, wie gesagt. Mit dem einen Trick, den ich letztens gezeigt habe, kann man immer noch genügend Metalle sammeln. Das heißt, selbst wenn ich hier wieder frecke, habe ich wieder Metalleinkommen. Ja, wenn ich die Level immer noch nicht schaffe, dann zweifle ich ein bisschen an mir. Das war verflucht. Ich habe der Sprungangriff zieht ein bisschen mehr ab als hier so ein normaler Angriff am Boden. So, wechseln, wechseln. Was zum? Was ist denn hier los? So schlecht bin ich normalerweise nicht. Ich bin voll gut. Meine Mama sagt, ich bin voll gut im Let's Play. Oh, der hat mein Reserve-Chip verballert. Oh. Ich kann doch nicht hier. Boah, ich nehme eine andere Level. Das ist mir zu blöd. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe 600 Metalle bekommen. So, wir nehmen eine andere Level. Mir egal, was ihr jetzt zu mir sagt. So. Ich nehme die Level, die kenne ich. Kenne ich gut. Glaube ich, weiß ich nicht. Und wir haben noch unsere ganzen Trinke und sind die beiden. Und wir nehmen Elia. Und spart euch eure Kommentare. Bamboo Pandemonium. Ich find's toll.
Ich habe zu lange nicht mal auf schwer gespielt, kann das sein? Aber ist das Spiel gar nicht so schwer, im Gegensatz zu den früheren Mega Man Teilen, kann ich mir vorstellen. Das ist aber der Schaden, der mir so Sorgen macht. Oh Gott. Geh so weg. Oh. Boah, zum Glück bin ich dann noch zurückgegangen. Das hätte voll Aua gemacht. Bam. So, ich gehe nochmal zurück, da waren so ein paar Metalle, war da vielleicht noch was? Muss mal alles hier noch angucken. Hier liegen Behälter rum, die explodieren, wenn du ihnen zu nahe kommst. Sie richten großen Schaden an, gehen aus dem Weg, wenn du gleich hochgehen könntest. So, was geil ist, man könnte, wenn man geskillt ist, bis zum Boss mit diesen Dingen herumlatschen, was erheblich einfacher macht, den Boss zu töten. Und das ist mein Plan. Und ich hoffe wirklich, dass dieser Plan aufgeht. So, wird wohl nichts mit ein Part, ein Level pro Part. So, halt. Hallo. Cool. Habt ihr gesehen? Was ist das denn? Das werde ich euch später zeigen. Ja, Axel hat so einen Kopierschutz, mit dem er... Kopierschutz? Habe ich jetzt Kopierschutz oder Kopierschutz gesagt? Mit dem er sich in andere Gegner verwandeln kann. Ja, und ich habe gerade diesen kugelförmigen Gegner kopiert. Warum ich das gemacht habe, das seht ihr gleich. Wenn ich mich gut anstelle. Aber gut ist hier der Sprungangriff, wenn man von oben angesprungen kommt, zieht voll viel ab, tötet glaube ich immer den Gegner. So, schnell. Und jetzt Hemp. Wir sollen jetzt einfach wie bekloppt hauen. Geh weg! Ja, ich bin auch so bescheuert. Boah, das bringt auch schwer gar nichts. Was ist das denn? Egal. Nice. So. Ich bin mir nicht sicher. Aber... Was ist da? Da wird nichts mit dem Boss, kann das sein? Nein, das wird nichts so. Doch, na klar. Müsste ich eigentlich so schaffen. Und bitte lass mich nicht failen. Oh, nee. Doch, das müsste klappen. Komm schon, ich möchte wenigstens ein Glücksgefühl haben heute. Mindestens in diesem Part. So. Ups. X. I thought something like this might happen someday. So I prepared parts for you. First, I'll give you the neutral armor. You can power up this armor by adding parts to it. So. This time I've got foot parts I for you to try. Equip this part to jump much higher than usual. Geil, wa? Jetzt kriegen wir unser erstes Rüstungsteil. Was auch in der Mega Man X-Reihe üblich ist. Und wir kriegen das stylische Rüstung. So, und hiermit kann ich höher springen. Boah, geil. Das war geil. Das war geil. Ich bin geil. So,
Boah, das ist richtig geil. Und frag mich nicht, wo die alle zu finden sind. Ich kenne das Spiel eigentlich nicht auswendig. Nein, das ist jetzt nicht passiert. Boah. Wisst ihr, was passiert ist? Ich habe das Ding noch. Ich habe mich aus Versehen in den Ding verwandelt. Und habe mich in der Luft verwandelt. Naja, falls ihr so ein Klatschen gehört habt, das war ich, wie ich mir meine Handfläche mit erhöhter Geschwindigkeit gegen meinen Kopf gehauen habe. Oh Mann. So ein Zeug ist mir nie passiert, als ich privat dieses Spiel immer gespielt habe. Ehrlich. So. Hi. Geil. So ein Mist ist mir nie in einem privaten Spieldurchlauf passiert. So. Mr. Axel, jetzt kannst du dich verwandeln. Hier. Danke. So. Und wir können übrigens hüpfen. Aber wir können nicht die Wände irgendwie hochklettern. Wir können auch das machen. Kann ich mich zurückverwandeln? Also. Ja. So ein Mist ist mir noch nie außerhalb einer Aufnahme passiert. Okay, geil. Warum jetzt? Das war so geil. So. Und ja, ich laufe hier mit dem Ding herum. Das war sehr nett. Ich danke dir vielmals. So. Bitte lass mich das so machen. Ich weiß nicht, was da noch ist, aber ich glaube, es ist wichtig. Das Geile ist, ich weiß überhaupt nicht, wo sich alles befindet, aber ich weiß, wo ich überall hin muss, um an Geheimnisse zu kommen. Okay, was haben wir hier? Nichts. Was ist das denn für ein Scheiß? Was ist das denn? Das ist ja gar nichts. Egal. Mein Gott. Komm her. Was mache ich eigentlich? Mal so. Einmal. So. Wir sind gleich schon wieder am Ende des Parks. Dann mache ich hier schon mal einen Schnitt und wir sehen uns dann im nächsten Part. Weil ich möchte den Rest der Level in einem Part haben. Damit ich wenigstens so das Gefühl habe, dass jeder Part eine Episode ist, jeder Level eine Episode ist. Dankeschön. Tschüss.